Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's der Black und wir sind wieder bei den Mandragoren bzw. bei den Pilzen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung renne ich jetzt. Hier scheint fertig zu sein. Ich zeige es auch gerade nicht an. Ich gucke mal ganz kurz sicherheitshalber rein. Jo, tatsächlich muss ich abgeben. Sehr gut, dann machen wir das schnell. Und dann werden wir uns dieses Mal auch wieder dem Thema widmen, was ich, glaube ich, vor 2 Folgen schon hatte. Also 4 Tagen. Ja, 4, 5 Tagen. Auf jeden Fall vor 2 Folgen. Und werde dieses Thema nochmal anschneiden. Das Thema Coronavirus war es, glaube ich. Oder war es schon 3 Folgen? Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. In jedem Fall. Die Situation ist natürlich, ja, sagen wir mal, gestiegen. Wir haben mehr Infizierte jetzt in Deutschland. Ernster ist die Situation aber nicht geworden. Das ist das, was erwartet war. Das ist, weil, wie gesagt, letzten Endes klar, die Infektionsketten waren nicht mehr unterbrochen. Heißt im Klartext, irgendwo haben sich Leute angesteckt und es sind immer noch mehr und ist auch eine Dunkelziffer da. Es sind mehr Angesteckte als jetzt momentan oder mehr Infizierte als momentan offiziell dastehen. Einfach weil nicht alle gefunden werden. Und ja, gerade deswegen kann sich das Virus logischerweise weiter verbreiten. Das heißt aber nicht, dass das, was ich im letzten Video gesagt habe, nicht mehr gilt. Im Gegenteil, keine fucking Panik. Die Situation ist ernst, aber ich sag's nochmal, das ist kein Killer-Virus. Die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben ist für jeden, selbst wenn er sich infiziert, und die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren ist höher als daran zu sterben. Eben weil es kein Killer-Virus ist, weil das bei den meisten Leuten so mild verläuft. Kann der sich ja so weit ausbreiten. Das, bei einem Killer-Virus würde das gar nicht gehen. Der würde für Tod und Schrecken örtlich begrenzt sorgen, würde sich dann vielleicht irgendwo mal ein bisschen ausbreiten, aber die Ketten wären relativ schnell hergestellt. Es sei denn, der würde halt 2, 3 Jahre im Blut bleiben und dann alle tot umfallen lassen, was kein Virus macht. Aber ihr versteht, was ich meine, ne? Es ist kein Killer-Virus. Es ist eine ernste Situation für die Wirtschaft, es ist eine ernste Situation für alle. Ja, wir müssen uns alle ein bisschen einschränken, da gehe ich sogar mit, oder da gehe ich auch mit, denn natürlich muss man vorsichtig sein, natürlich sollte man jetzt zugunsten sich, und ich weiß nicht, ob ich das so in der Form auch erwähnt habe, ich hoffe es, auch zugunsten anderer, nämlich jeder von uns kennt schließlich jemanden, der wirklich zur Risikogruppe gehört, die gefährdeter ist als alle anderen, die immer noch nicht, bei der es immer noch am wahrscheinlichsten ist, dass die Leute überleben, aber wie gesagt, die halt deutlich höheres Risiko haben als wir alle. Jeder kennt da einen von, jeder kennt einen männlichen alten Mann, der vielleicht schon Vorerkrankungen hat. Am schlimmsten wäre es eine Lungenvorerkrankung mit Asthma und ähnlichem. Und da kann ich durchaus verstehen, wenn die Leute sagen, jo, okay, hier, wir müssen vorsichtig sein, ich gehe jetzt nicht mehr vor die Tür. Aber was halt immer noch nicht sein muss, sind Panikkäufe. Solche Hamsterkäufe, wie sie momentan gemacht werden, das ist doch nichts anderes. Ich meine, ich versteh nicht, warum Klopapier, warum zum Teufel Klopapier so weit alle wird. Ich meine, das Ding ist eine Lungenerkrankung mit Schnupfen und so weiter und so fort. Taschentücher stehen da, Klopapier ist alle. Hä? Ja, ich weiß, du kannst Klopapier im Notfall auch als Taschentuch verwenden, wenn du es denn willst. Aber ganz ehrlich, das sind so Sachen, das ist doch voll unvernünftig. Da wird einer damit angefangen haben, jemand hat gemeldet, ja, Taschentücher sind alle, und dann kam andere, oh, dann muss ich jetzt Klopapier kaufen, weil am Ende bestimmt das Klopapier alle wisst. Das ist so ein Herdentrieb, der die Leute dahin dringt und sagt, jo, das Klopapier ist alle, wir müssen jetzt neues kaufen, und zwar so viel wie möglich. So, und das Problem dabei ist, das hört ja jetzt nicht mehr auf. Ne? Das ist jetzt so, dass das sich weiter so fortsetzt. Das heißt, das Klopapier ist alle, dann kommt eine neue Lieferung, das sehen wieder welche, die noch nicht gehamstert haben. Die sagen sich, oh, 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 das geht so nicht, jetzt brauche ich Klopapier für 5 Jahre und holen sich das Zeug. Für 5 Jahre. Also 600 Packungen in Anführungsstrichen, nehmen die ganze Palette, die da reingefahren wurde, direkt im Handstreich von wieder mit, also 2, 3, 4, 5 Leute, nehmen alles mit, was da war, ist wieder nichts da, und schon haben wir wieder einen Mangel, während die Leute, die es eigentlich nicht brauchen, im Überfluss leben. No? Deswegen, wie gesagt, die Hamsterkäufe, ja, ich kann ja verstehen, wenn ihr euch eine Versorgung zulegen wollt, ach ja, ich brauchte auch eine Versorgung mit Lebenstränken, muss ich mal ein bisschen vorsichtiger machen. So, okay, ich kann ja verstehen, wenn ihr euch eine Versorgung
wie weiß, also wie gesagt, anlegen wollt. Auch ich habe damit begonnen, wenigstens ein paar Tage vorzusorgen. Nicht in der Form aber, dass ich sage, jo, ich gehe jetzt dahin und kaufe alles, was ich kriegen kann, auf einmal. Nein, das ist nicht meine Strategie. Meine Strategie ist, ich gehe dahin und gehe ganz normal einkaufen und nehme dann zusätzlich noch ein oder zwei Produkte mit. Mehr nicht. Beim nächsten Einkauf wird das Ganze genauso gemacht und diese ein oder zwei Produkte, die werden natürlich, sagen wir mal, verwahrt und werden nicht aufgebraucht wie normalerweise und danach wird einkaufen gegangen. Nein, die bleiben dann halt eben mal liegen und danach gehe ich wieder einkaufen, so dass eben die Märkte darauf Zeit haben, sich ein bisschen darauf einzustellen und so, dass für die anderen auch noch was liegen bleibt, dass die anderen auch noch was im Schrank haben. Und nein, ich gehe jetzt nicht einkaufen, weil ich sage, jo, die Lebensmittelversorgung wird zusammengebrechen. Ich gehe einkaufen für den Fall, dass es doch passieren könnte, dass man unter Quarantäne gestellt wird, dass man nicht erst jemanden bitten muss, ein bisschen was zu holen die ersten Tage. Das wird früher oder später so sein. Aber so hat man, wie gesagt, je weniger das ist, desto besser ist das ja natürlich, weil man will ja niemand anderen anstecken. Das ist der Hauptgrund. Man will selber, also ich zumindest, ich hoffe mal, dass bei jedem die Grundlage, man will niemanden anstecken, wenn es einen erwischt. Man hat keine Angst zu sterben. Das kann passieren, ne? Auch bei Leuten in unserem Alter ist es natürlich nicht unmöglich. Es sind schon Leute daran gestorben, gesunde Leute und so weiter und so fort. Infizieren wird sich jeder. Das ist ja ein weit verbreiteter Irrtum. Von wegen, ja, hier infizieren kann sich keiner. Infizieren wird sich jeder, der mit diesem Virus in Kontakt kommt. Aus dem ganz einfachen Grund, egal wie stark euer Immunsystem ist, es kennt diesen Feind noch nicht. Es kennt ihn noch nicht, muss erst Antikörper dagegen den bilden, muss den erst bekämpft haben. So lange wird er sich halt ungesehen verbreiten können. Und deswegen wird es so sein, infizieren wird sich jeder. Jeder wird vielleicht ein bisschen krank werden. Der eine schwerer, der andere weniger schwer. Manche werden es nicht mal mehr merken. Wie gesagt, das ist kein Beinbruch. Es wurde ja mittlerweile prognostiziert, 60-70% der Deutschen müssen sich infizieren, überhaupt, sagen wir mal, eine gewisse, man nennt es so schön, Herdenimmunität aufzubauen. Das heißt, wie gesagt, grundsätzlich steckt jeder Mensch irgendwo ungewollt den einen oder anderen an. Mal mehr, mal weniger. Und wenn das dann passiert, dann ist es halt so. Jetzt habe ich vom Fliegen reden, Husten. dass das weiter so geht. Ne? Und es kann halt durchaus sein, dass da irgendwann, oder irgendwann wird es so sein, dass derjenige, der neue anstecken will, dann auf einmal auf Leute trifft, die schon angesteckt waren und deswegen immun sind. Oder eine gewisse Immunität aufgebaut haben, diesen Virus schon erfolgreich bekämpft haben und jetzt mit dem klarkommen oder mit eventuellen Mutationen mit dem besser klarkommen, weil das Immunsystem den Virus jetzt sowieso schon kennt. So, und das ist ja wiederum gut, ne? Insofern keine Panik. Es wird arge Einschränkungen geben die nächsten Wochen und Monate, aber es wird nichts zusammenbrechen. Die Stromversorgung wird nicht zusammenbrechen. Die Wasserversorgung wird nicht zusammenbrechen. Und auch die Lebensmittelversorgung wird nicht zusammenbrechen. Ihr braucht da in der Hinsicht zumindest keine Angst haben. Selbst auf Kosten dessen, dass sich da Leute anstecken könnten, wenn die da weitermachen, wird das Ganze nicht zusammenbrechen. Der Grund ist ganz klar und ganz einfach. Wenn denn Leute sagen würden, jo, oder wenn das zusammenbrechen würde, würde es mehr Leute das Leben kosten als nicht. Entsprechend werden die Behörden genau dafür sorgen, denn das können sie kontrollieren. Und also macht euch da mal keinen Kopf. Ihr werdet die ganze Sache schon überstehen. Es wird eine kritische Phase dieses Jahr vielleicht auch noch in das nächste Jahr rein. Das ist bei solchen Sachen halt manchmal so. Es ist eine ernste Situation, aber ihr müsst nicht in Panik geraten. Keine Panik auf der Titanic, wie es so schön heißt. Die andere Seite ist natürlich auch, es gibt es oft genug schon, ich kenne es auch von manchen Leuten, die sagen, ist mir doch egal, das betrifft mich A nicht und B ist das sowieso nur Panik machen. Nein, das stimmt auch nicht. Wie gesagt, die Situation ist ernst. Man muss mittlerweile Vorkehrungen treffen und wenn diese Vorkehrungen schon einfach sind, man geht halt erstmal nicht mehr
so unter Leute, man geht nicht auf Partys und so weiter und so fort, na dann ist das eben so, ganz ehrlich. Da muss halt mal jeder drauf verzichten. Ist dann halt so, dann setzt man das halt mal eine Weile aus. Das ist schlecht für die Veranstalter der Partys. Die werden die größeren Probleme damit haben, als ihr, die ihr da nicht hingeht. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Wie gesagt, man versucht den Kontakt zu minimieren mit anderen Menschen. Auch mit, sagen wir mal, und gerade mit den eigenen Risikopatienten, in Anführungsstrichen. Das heißt, eure Großeltern, eure Eltern, wenn sie schon ein bisschen älter sind und so weiter und so fort, dann geht da erstmal nicht hin oder versucht es zu vermeiden, wenn ihr am selben Haushalt wohnt. Versucht diese Person ein bisschen zu isolieren. Nicht, weil ihr sie nicht mehr mögt, sondern eben, weil ihr sie mögt und natürlich nicht wollt, dass denen was passiert. Das heißt, wenn sich von euch jemand ansteckt, verringert die Gefahr, dass sich eben diese Leute anstecken. Das ist das Wichtigste. Und wenn sie es dann doch tun, naja, dann habt ihr aber alles Beste getan und braucht euch keine Vorwürfe machen. Ne? Das heißt, nicht in Panik geraten, aber die Situation ernst nehmen. Das ist wichtig. Es gibt dann aber auch Fälle, die von beiden Lagern, das sind im Prinzip die beiden Lager, die ich momentan so auf dem Schirm habe, keins, das sagt, ja, hier alles ist, ich nehme die Situation ernst. Also ich sehe das bei mir auf Arbeit, die einen machen sich drüber lustig, ja, ich mache auch manchmal Witze drüber, das ist aber auch kein Problem, denn man darf es nicht übertreiben und man muss die Situation ernst nehmen. Die einen machen sich aber nur drüber lustig und denken, passiert schon nichts, und die anderen wiederum, ja, wie gesagt, die geraten in Panik, machen Panikkäufe, hast du nicht gesehen? Das ist auch nicht der richtige Weg. Alles beides schlecht. Such doch mal wieder die Mitte. Nicht immer in die Extreme gehen. Und in den Extremen, das ist ja das Schlimme, gibt es auch noch Extreme. Da gibt es, ganz ehrlich, da hat man ja in letzter Zeit Sachen gehört und erfahren, wo ich einfach nur mit dem Kopf schüttel. Ich dachte, wir Deutschen wären ein vernünftiges, halbwegs vernünftiges Volk. Zumindest mittlerweile. Ja, ich habe mich geirrt. Ich geb's zu. Da war die Hoffnung größer als die Tatsachen. Es ist, wie gesagt, wenn man dann hört, dass in Krankenhäusern, von eben solchen Panikhühnern, von solchen Hühnern, die sich panisch auf einer Ecke drängen, weil sie denken, sie werden angesteckt, aber gar nicht merken, weil sie sich auf die Ecke drängen, muss da nur einer drunter sein, der die ansteckt. Ich meine, da werden in Krankenhäusern, wird das Desinfektionsmittel gestohlen. Das Zeugs, was du nachweislich zu Hause sowieso A, nicht richtig anwendest und B, nicht richtig anwenden kannst. Das Zeug, was in Krankenhäusern lebenswichtig ist. Das wird gestohlen. Das, was für die Leute, die es wirklich brauchen, extrem lebens- und überlebenswichtig ist. Ich kenne eine Ärztin, die der haben sie nichts gestohlen. Die hat halt gesagt gehabt, ja, hier, mein Desinfektionsmittel ist alle, weil die Lieferung zusammengebrochen ist, weil alle das weggekauft haben. Was ähnlich auf ähnliches fußt, die hat gesagt, naja, was will ich machen? Ich brauche das Zeugs, wenn ich, ich habe noch Vorrat bis Donnerstag. Wenn ich bis Donnerstag kein anderes kriege, schließe ich meine Praxis. Herzlichen Glückwunsch, liebe Hamsterkäufer und liebe Panikmacher, ihr habt es geschafft, etwas zu zerstören, etwas zusammenbrechen zu lassen, auf was ihr angewiesen seid, indem ihr Scheiße baut, indem ihr es übertreibt. Ich kann euch ja verstehen, ich kann ja verstehen, dass man Angst hat. Nervös macht mich die Sache auch, wie gesagt, man muss doch trotzdem den besonnenen Kopf bewahren. Und dann aber noch ankommen und dir Sachen zu stehlen. Das ist auch, in manchen Firmen ist es vorgekommen, dass da die Vorräte gestohlen wurden. Auch bei uns sind wohl schon welche weggekommen von den Desinfektionsmittelflaschen auf Arbeit. Es ist jetzt tatsächlich nicht mehr so schlimm. Tatsächlich stehen mittlerweile bei uns wieder welche rum. Und die bleiben auch da stehen, beziehungsweise sind an den entsprechenden Punkten bei Waschbecken etc. pp., dass man halt sich desinfizieren kann, wenn man das möchte. Es ist, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, da werden aus Krankenhäusern Sachen gestohlen. Das ist A, schon schlimm und B, gab es dann halt tatsächlich den Fall, und da hört es dann bei mir aber ganz auf, da gab es den Fall, dass jemand in einem Krankenhaus oder in mehreren nicht nur gestohlen hat, nein, damit das nicht auffällt, hat er dieses Desinfektionsmittel durch Wasser ersetzt. Also mit anderen Worten, der hat
wissentlich, und das ist nichts anderes, der hat wissentlich und willentlich in Kauf genommen, dass Leute denken, das wäre Desinfektionsmittel, sich damit vermeintlich desinfizieren, dann möglicherweise zu immungeschwächten Leuten ins Krankenzimmer gehen, weil die eine Krankheit haben, wo man nicht weiter kann, auf Intensivstationen nach Operationen oder etc. oder EPW, die da reingehen, nicht nur das Coronavirus, sondern halt auch anderes, Bakterien und andere Viren da einfach mit reinbringen, hat dieser jemand wissentlich in Kauf genommen, ne? Ärzte und Krankenschwestern und Krankenhauspersonal wird das wahrscheinlich nicht passieren. Da braucht man keine Sorgen haben. Wie gesagt, jeder normale Mensch, wenn jemand zu Besuch geht, der kann nicht gleich den Unterschied zwischen Wasser und Desinfektionsmittel erkennen. Das Desinfektionsmittel in dieselbe Flasche gefüllt, kriegt auch einen Geruch, nicht so stark, aber es kriegt auch einen Geruch ab, der danach riecht. Und das ist tatsächlich nichts anderes als versuchter Mord. Ganz klipp und klar, nichts anderes. Oder mindestens Totschlag. Es wurde der Tod von anderen in Kauf genommen für etwas, was einem null bis fast gar nichts nützt. Wichtiger ist Händewaschen, Leute. Wichtiger ist Händewaschen. Viel wichtiger. Macht das regelmäßig und fertig ist. Es ist, bei sowas geht mir der Hut hoch. Ich weiß nicht, was solche Leute sich dabei denken da oben. Wie kann man nur so egoistisch sein? Ganz ehrlich, ich würde die wirklich unter Mordanklage stellen, wenn ich sie erwischen würde. Nichts anderes. Oder mindestens Totschlag. Denn auch das ist nichts anderes. Versuchter Totschlag. Die haben das willentlich und wissentlich in Kauf genommen, dass andere Leute sterben, damit die draufgehen. Und nicht am Coronavirus, sondern an jedweder anderen Sache, weil das Desinfektionsmittel hilft nicht nur gegen diesen Coronavirus. Das hilft nicht nur gegen Covid-19. Nein! Das ist für andere Sachen genauso wichtig. Und das ist sowas Unvernünftiges. Ich weiß nicht, das ist, es enttäuscht mich in meinem Bild von der Menschheit, muss ich echt sagen. Dass es allein solche Personen gibt. Dann gibt es da noch den anderen Fall von der anderen Seite, die es ebenfalls nicht besser machen. Da gibt es mittlerweile, habe ich gestern auf Facebook, bin ich drüber gestolpert, eine Ansteckparty. Ich gehe mal ganz von aus, der Ersteller zu seinen Gunsten hat das wirklich nur als blöden Scherz gemeint und hat da eine, ich glaube in Hamburg, war es in Hamburg, eine Ansteckparty ausgerufen, wo alle hinkommen sollen, damit sie sich gegenseitig anstecken können, damit der Virus sich ein bisschen weiter verbreitet, weil ja alle so viel Panik machen und der Virus in Wirklichkeit gar nicht so weit verbreitet ist. Es kommt sowieso noch. Das finde ich, ganz ehrlich, jeder, der da hingeht, ich würde, weil es wird wohl Leute geben, die da hingehen. Selbst wenn derjenige das nur als dummen Scherz gemeint hat. Ich habe auch schon Witze drüber gemacht, über Corona. Aber das da ist, ganz ehrlich, das ist kein Scherz. Das ist nicht witzig. Weil es wird Leute geben, die das ernst nehmen. Es wird Leute geben, die da hingehen. Und es wird vielleicht auch einen geben, der infiziert ist und sagt, jo, die wollen ja infiziert werden, ich gehe auch dahin. Und damit, weiter verbreitet, als es eigentlich müsste. Es gibt Idioten, mit diesen Idioten muss man rechnen. Und diese Ansteckparty. Also ganz ehrlich. Was denken sich die Leute dabei? Ich meine, wird in den Medien ja auch gesagt, und zumindest den Teil darfst du gerne glauben, das A und O ist, das Virus oder die Ansteckung des Virus zu verlangsamen. Einfach, ist ja ganz logisch, ne? Wenn jemand, du kannst nicht 10 Leute gleichzeitig in ein Krankenbett legen, aber 10 Leute nacheinander, das geht. Du kannst also dieselben Leute, wenn sie sich nacheinander anstecken, kannst du eher behandeln, als wenn die auf einmal alle gleichzeitig kommen. Deswegen muss die Verbreitung verlangsamt werden. Nicht verhindert, das versucht man jetzt gar nicht mehr. Oder man versucht es natürlich trotzdem noch, das wird aber wahrscheinlich nicht gelingen. Es muss verlangsamt werden. Und ich verstehe nicht, wie Leute dann auf die Idee kommen, Ansteckpartys zu machen. Und ja, wie gesagt, das Virus mittlerweile von den Zahlen her, das Virus kann tödlicher sein als eine Grippe, ist immer noch kein Killer-Virus, nach wie vor, kann aber tödlicher sein als eine Grippe oder ist tödlicher als eine Grippe von den Sterblichkeitsraten her, und selbst wenn es nur eine Grippe wäre, auch da wird ja immer versucht, irgendwas dagegen zu unternehmen, nur eben, das ist ein neues Virus, du weißt nicht, wohin sich das entwickelt, so ein Virus hat ja immer die Eigenschaft, sich zu verändern, zu mutieren.
sich selbst in Anführungsstrichen zu verbessern. Und zwar mit dem Ziel, sich möglichst weiter zu verbreiten. Das heißt nicht, dass er möglichst tödlicher wird, sondern er will einfach nur viel sich vermehren. Das ist der Hauptgrund eines Virus. Ich will mich mehr vermehren, will mehr machen. Das kann ich nur in dem Grund machen, indem ich andere infiziere und deren Sachen zerstöre. Das heißt aber nicht, dass dieser Virus deswegen unbedingt tödlicher werden muss, ne? Also eine Mutation bedeutet nicht, dass er tödlicher wird, sondern einfach... nur, dass, die Vermehrungsoption sich erhöht hat. Es kann damit enden, dass er tödlicher wird, aber es kann auch genau das Gegenteil passieren, dass dieser Virus sich so sehr abschwächt, dass ihn keiner mehr merkt, damit er sich vermehren kann. Beides ist möglich, ne? In jedem Fall aber ist es halt wirklich so, dass die Leute in jedem Fall vorsichtig sein müssen. Ist ja auch richtig, ist ja auch wichtig. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt hier in Panik geraten sollt. Ich sag's gerne nochmal vom Anfang des Videos. Und ihr solltet auch nicht die Sache mit zu wenig Spaß sehen. Also, man weiß nicht, was mit diesem Virus passiert. Es ist ein fremdes Virus. Es werden Leute dran sterben. Schon allein das ist eine... das ist ein Grund, warum man diesen Virus... versucht einzudämmen, warum man den so groß in den Medien hat. Ja, mit Grippe, die ist auch tödlich, die kann auch tödlich sein, die kann auch Leute umbringen. Daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Die gibt es leider nicht mehr so sehr in den Medien, aber ich sag's mal so, die Grippe-Saison ist ja dieses Jahr schon am Abschwellen, während hier dieser Virus sich gerade erst ausbreitet. Ja, das heißt, wir hatten, glaube ich, im 2015 war das so, wo wir 25.000 Grippetote hatten hier allein in Deutschland. Das kann das Virus auch schaffen. Braucht man nicht ganz klipp und klar sagen, wenn wir selber nichts dagegen tun, kann das Virus auch schaffen. Kann das Corona auch schaffen. Deswegen sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen was dagegen tun, aber halt das Richtige und auf besonnenem Weg miteinander, nicht gegeneinander, denn wenn du andere schwächst, schwächst du automatisch auch dich selbst. Immer. Ist einfach so. So, und es ist, wie gesagt, nehmt die Situation ernst, geratet aber nicht in Panik. Sogar YouTube nimmt die Situation mehr oder minder ernst, denn die haben angekündigt, das, was ich vorher schon gesagt habe, dass halt Coronavirus-Videos unter sensible Videos fallen und deswegen demonetarisiert werden, teilweise vorsorglich. Die haben angekündigt, genau diesen Zweck aufzuheben und darüber berichten zu lassen. Wahrscheinlich eben der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, ja, nicht Panik machen, nicht dieses, nicht jenes, ihr dürft darüber berichten und jetzt sagt denen auch, wie es richtig ist und wie es richtig gemacht wird. Vielleicht ist das ein Grund, ich weiß es nicht. In jedem Fall ist es ja eh in aller Munde, insofern, wenn jeder darüber redet, und das ist momentan der Fall, dann wird da auch was drüber kommen. Wie gesagt, nicht in Panik geraten, langsam machen, tretet ein bisschen zurück, geht halt nicht mehr auf Partys, auf Dingens, gratuliert mal telefonisch, besucht eure Eltern mal telefonisch, die haben auch ein Telefon mittlerweile, gebe ich mal ganz schwer von aus, beschränkt eure sozialen Kontakte halt ein bisschen, aber wie gesagt, das wird jetzt ein paar Monate anhalten, aber geratet nicht in Panik, ihr werdet trotzdem was zu futtern haben, eure Versorgung wird nicht zusammenbrechen. Ihr braucht nicht hamstern. Wundert mich sowieso, dass der Alkohol noch drin ist, weil hochprozentiger Alkohol ist ja auch desinfizierend. Und die meisten Desinfektionsmittel, die gegen Corona wirken, haben ja eine Alkoholbasis, weil die Proteinhülle zerstört. Also insofern, ne? Es ist unsinnig, was da teilweise gekauft, gehamstert wurde. Deswegen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Macht euch keinen Kopf, aber nehmt das auch nicht zu sehr auf die leichte Schulter. Das Wort zum Sonntag oder Freitag in diesem Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.